Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Birth by Sleep, Final Mix, ja, Birth by Sleep, Final Mix, das war's. Im letzten Part hier, Malefiz traten mir gegenüber und sie hat uns in eine Falle gelockt. Irgendwie bin ich gerade total konfus. Weil, ja, ich habe mir den Part von davor, also den ihr gestern gesehen habt, den habe ich mir nochmal angeguckt, so teilweise, und er ist auch minimal asynchron geworden. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die Parts auf 20 Minuten zu beschränken. Außer es kommt eine Cutscene. Dann mache ich länger. Ist zwar blöd, ich würde es gerne länger machen, aber offensichtlich bleibt mir das verwehrt. Habt ihr gerade mehr gemacht? Ja! Na gut, das war ein Schweinegeräusch. Booms! Ausgelöscht! Oh, das ist cool. Kommt her! La 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 la! Den habe ich auch noch mitgenommen. Oh, was zum? Attacke gestiegen, geil. Und ich wollte mir eigentlich den Röschen reinziehen, bis ich... Bis ich dann gemerkt habe, ich habe es gar nicht auf der Festplatte. Verdammt. Naja, egal. Da will ich hoch. Offensichtlich kann ich das so nicht hoch. Egal, gucke ich mir dann neues Handy mal ein anderes Mal an. Das war übrigens Diablo. Malefiz Scherben. Was mich übrigens auch verwundert, weil als ich den Part so aufgenommen hatte gestern, da war nichts asynchron während der Aufnahme. Deswegen. Ey! Jetzt reicht's. Ich hoffe, er lässt mich jetzt in Ruhe. Es sind noch mehr. Mist. Ja, was war das gerade? Ich habe gerade nicht aufgepasst, verdammt. Ja, vier. So. Und was kann ich einsetzen mit ihm? In Ruhe. Das heißt, ich darf ihn gar nicht anvisieren, oder wie? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Da ist das einfach nur so ein Hinweis von wegen, sie können auch blocken. So, der Prinz ist fast tot. Und jetzt ist er komplett tot. Nee, aber er ist weg. Ist das hier Malefiz Thronsaal? Nee, oder? Das sieht unheimlich aus da oben. Und wie ging das? Nee, so nicht. So. Sieht etwas unheimlich aus. Ich nehme Schlaf, sicherheitshalber. Wenn man es im richtigen Rhythmus drückt, dann kann man sich besser fortbewegen. Thronsaal? Ja, das war der Thronsaal. Stimmt, von da aus bin ich runtergefallen. Warum sollte ich? Und da komme ich doch gerade. Ja, das ist der Thronsaal. Jetzt bin ich die Erscheinung als Dunkelreich. Dunkelreich.
Verwirrschlag, was ist das? Alles ist schon auf Maximum, gut. Führe einen Drehangriff aus und verwirre einen Teil der Gegner. Ja, kann ich mal versuchen. Das Schild von ihm sieht total komisch aus. Ah! Ey. Kommt der nächste! Ich glaube, ich habe das falsch eingesetzt. Ihr Bogenschützen! Oben. Und Steinwerfer auch noch. Irgendwie muss ich da hochkommen und die vernichten. Kommen alle nach und nach. Ja. Oh, penn erstmal ein. Ja. Schön die Techniken nutzen. Ja, dann kann ich sie leveln und dann kann ich eventuell besser Sachen. Da ist das Tor. Ach so. Der deutet mich auch her. Was gibt's denn? Oh, du bist tot? Ja, toll. Wie kann ich dich denn heilen? Ja. Ach so. So. Na warte, die Säcke. Du pennst erstmal. Du gehst runter zum Prinzen. Nein! Runter. Ich hau euch jetzt alle runter, dann werden wir euch unten vermöbeln. Ups. Ich hoffe, der holt mich öfter wieder hoch. Aber ne, ich hab's, glaube ich, zerstört, was ich... jeder Zeit hochkam. Weg da! Ah, jetzt ist nämlich gar nicht mehr da. Das ist eine Truhe. Mehr von euch. Ja, Deibeln! Ja, super. Sollte mal gucken, welche Taste ich drücke. Erstmal killen. Ah, der Prinz wird mir auch angezeigt, aber wo ist er denn? Er ist weg. So, du pennst erstmal. Du bist der dreckige Bogenschütze. Ich kann das Tor öffnen? Okay, aber erstmal mache ich den alle. Die kommen immer wieder, das kann auch sein. Achso, der steht schon die ganze Zeit bereit. Ja, das erklärt alles. Von oben Luftangriff! Seid ihr Schweine! Oh. Hat mein Kumpel überhaupt gut Schaden? Oh, da ist noch ein Tor. Ja, der hat gerade Schweinespießkotelett gemacht. Schweinespießkotelett? Egal. Ey! Voll den Stein auf die Birne bekommen. Liegt da Stufe 2, geil. Oh.
Dann kümmer du dich um die, ich versuche da irgendwie hochzukommen. Was irgendwie nicht funktioniert. Oh. Nein, Säbelkonter war da gerade. Okay, versuch. Da muss ich echt schnell sein. Gehen das jetzt nochmal. Mir ist mal zu langsam. So. Ja, das hat das Ding. Sollte er auch mal diesen Seifenbläser einsetzen. Ist doch für mehrere Gegner gedacht, also. Ja, jetzt zum Beispiel. Gut, aber allzu viel Schaden macht es nicht. Da gestiegen, geil. Sportsfreund erhalten. Und eigentlich wollte ich noch die Treppen hochgehen, aber irgendwie konnte ich es gerade nicht. Also, ich war zu blöd. Kann ich noch zurück? Nee, kann ich nicht. Geil. Ich habe Sportsfort bekommen. Was war denn das nochmal? Oh, da. Ich bin mit Kreis noch höher. Ja, jetzt mache ich so einen geilen Salto. Oh, nee. Vorbei. Aua. Jetzt sollte ich gegen den kämpfen, weil... Du Hund! Ja! Schlaf ist Level Up. Oh, geh drauf, danke. Ist das ein Ernst? Der VW-Schlag ist aber nicht so gut. So, ihr pennt mal alle schön. Weg. Weg. Das ist gerade langweilig, was ich hier sage. Aber egal, ich habe gerade nichts zu kommentieren. Ich bin der Prinz Philipp befreit, das war alles, was ich heute gemacht habe. Den letzten ignoriere ich. Und wie stört der Supertrank da unten? Vielleicht sollte ich den doch rausschmeißen. Ach nö, jetzt. Wie? Ich bin zwar höher, aber ich bin langsamer. Ist noch irgendwo was? Ja, eine Truhe. Wieso habe ich die erst nicht bemerkt? Supertrank. Sonst ist hier nichts mehr. Aber jetzt kann ich zurückgehen. War ich hier schon mal? Nö, oder? Warum ist hier die Musik auch so traurig? Was soll das? Naja, da ein bisschen schlecht wahrscheinlich, aber naja. Das Vieh hinter mir kann ruhig abhauen. Das kann man auch in der Luft einsetzen. Weg. Die Grafik sieht schon geil aus, irgendwie. Weg. Ja, das linke da, genau das wollte ich erwischen. So kann es sein, dass ich deswegen scharf höre, wenn ich die Schlaf einsetze, weil Schafe zählen und so. Weil das einem ja beim Einschlafen helfen soll. Post. Ja toll, jetzt kann ich es nicht einsetzen. Sonst hätte ich das mit der Luftpost mal getestet. Ey! Was seid ihr denn? Ja.
Ratschlag. Jawohl, Ratschlag ist verbessert. Du Hund! Wagst du es mich anzugrapschen? Ich ein wunderschönes junges Mädchen in der Blüte ihres Lebens. Seid ihr überhaupt Ranten? Sieht so aus. Hat er hinter mir auch gekühlt. Lala, und schon pennt sie ein. Oh, da habt ihr eingesteckt. Weg. Das ist cool, die Technik. Komm, muss ich hier wirklich gegen alles und jeden kämpfen? Ich glaube nicht. Ein bisschen leveln sollte, glaube ich, nicht schaden. Vita gestiegen. Was seid ihr, Diablos? Oder nee, nicht ganz. Attacke gestiegen. Nein, what? Komm runter! Ich treffe ihn, so mehr oder weniger. Aber er mich auch. So unfair, wie soll ich da rankommen? Ja? Kommst du her? So. Ah, nee, ich glaube, ich kämpfe gegen euch nicht. Ich euch tot bekommen habe, vergehen 100 Jahre. In letzter Zeit sage ich das oft mit vergehen 100 Jahre. Die kommen schon. Ich gehe weg. Tschüss. Ein Speicherpunkt. Das ist gut, weil dann kann ich den Part gleich beenden lassen. Gleich, ich habe noch 3 Minuten in etwa. Bin ich blöd. Ich mache immer auf Nein, weil ich es gewohnt bin, zuerst immer Ja, Ja. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen hin. Supertrank. Na. Ein Sticker. Ich würde jetzt gern gucken, wie es weitergeht, aber wenn da ein Bosskampf kommt. Das kriegen wir es. A forest of thorns shall be your tomb, wound round the castle in a bower of doom. Maleficent, what did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Gut, gegen die haben wir, glaube ich, in Kingdom Hearts 1 schon gekämpft, wenn ich mich nicht irre. Aber ich werde hier einen Schnitt machen, weil ich habe auf Asynchronitäten keinen Bock. Das war Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.